Do you feel the boom? Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge von Ghost Recon Wildlands. Ich hoffe, ich habe das jetzt mit der Folge richtig. Nämlich die letzten gerade gelöscht, damit wieder ein bisschen Speicher auf meinem Aufnahmegerät frei ist, sodass wir in Ruhe aufnehmen können. Aber ich denke mal, ich bin mit der Folge richtig im Bilde. Ja, beim letzten Mal waren wir dabei stehen geblieben, dass wir El Pulpo dabei beschützt haben, dass er nach Mexiko fliegen kann. Und heute, oder wir haben gestern eine Mission bekommen, dafür, dass wir die Schönheitskönigin töten können jetzt, glaube ich. Aber es sind 4 Totenköpfe, also der Schwierigkeitsgrad ist auf höchstem Niveau. Und mal gucken, wie wir für heute sterben. Ich hoffe einfach mal, dass wir es gleich beim ersten Mal schaffen. Weil wir müssen auch ein bisschen vorwärts kommen hier. Und ja, dann schauen wir mal, was uns jetzt erwartet. Ob wir jetzt noch ein paar Missionen mehr machen müssen, um an sie ranzukommen. Oder ob wir direkt durchstarten können. So, El Pulpo, da ist er. Wisch. Alle 5 Einsätze erledigt. So, jetzt hatten wir aber hier irgendwo noch unsere Beauty Queen, die wurde gestern noch angezeigt, bevor wir beendet haben. Da war ich mir ja eigentlich sicher. Aber irgendwie die nette Dame jetzt verschwunden. Oder hat El Sueño sich schon um sie gekümmert? Aber hier, guck mal, da sind nur 2 Totenköpfe. Das war ja unser erster. Dann hatten wir die beiden. So, El Pulpo ist auch ausgeschaltet. Hier, der hier ist ziemlich stark. Und hier scheint jetzt auch keine Hauptquest mehr zu sein. Deswegen würde ich sagen, dann begeben wir uns hier rüber. Das Dorf Rosario wurde vom Kartell in ein Gefangenenlager umgewandelt. Durchsuchen Sie das Wachbüro nach Informationen. Vielleicht bringt uns das auf die Spur der Vermissten. Moment, ich fahre. Blancas zur Strecke bringen. Oh, da ist gerade was explodiert. Habt ihr gesehen? Da scheint sich ein paar NPCs in der Rolle zu haben. Egal, wir fahren jetzt in eine andere Provinz. Dort werden wir ein bisschen Action machen. Und uns mal das Gefangenenlager anschauen. Weil da war ich schon die ganze Zeit neugierig drauf. Aber dann kam El Pulpo uns ja dazwischen. Eigentlich hätte ich das auch machen können, aber egal, dann machen wir das jetzt. Das ist aber eine ziemlich weite Tour, also wir werden jetzt hier wahrscheinlich etwas länger fahren müssen. Aber das ist, denke ich mal, kein Problem. Voll die Vorfahrt geklaut. Egal. Da ist eine Silbermine. Santa Blanca hat alle in der Gegend übernommen und Barbechos Plata als Manager angeheuert. Aus der Sicht der Bergleute? Wo ist der Unterschied? Ein Boss ist so schlimm wie der andere, wenn man tief unter der Erde festsitzt. Yep,
Minenarbeiter möchte ich nicht sein. Das macht bestimmt keinen Spaß. Unter Tage zu sein. Schöne Ansage. Gefällt mir. Wenn wir nämlich jetzt diesen Typen hier fertig machen, den Unbekannten, dann können wir nämlich gleich in die Zwei-Sterne-Provinz gehen, also in die, wo der nächste Boss ist mit. Für den Zwei-Sterne-Schwierigkeitsgrad. So wie zuvor. Wir gehen rein, finden das Wachbüro und suchen nach Daten zu den vermissten Leuten. Hinter der Mauer muss es Antworten geben. Bewegung. Krass. Da ist ein Sicario. Dicht beim Lagereingang. Ah, ich sehe schon hier. Ich sehe noch einen Tango. Die Drohne ist oben. Muss ich erst mal gucken, ist der alleine? Und das macht drei. Was, die sind zu dritt? Wo denn? Ich sehe einen Scharfschützen. Gehe in Position. Suche eine gute Position. Suche eine bessere Position. Brauche neue Position. Suche bessere Schusslinie. Gute Schusslinie. Ziel eliminiert. Okay, der Sniper hat nichts mitbekommen. Ah, ne, müssen wir da vorher raushauen, bevor wir da reingehen. Da drüben muss eigentlich auch einer drin sein. Theoretisch, ja. Tango Nummer 3. Und hier auch einer. Hier sind Lichtpaneele. Sehr ein Geschützturm. Ich gehe in Position. Suche eine gute Position. Ziel markiert. Ziel erfasst. Shit, ich muss die Position nicht mehr sehen. Probier es, Kuppelblase. Probier es einfach. Okay, Ziel markiert. Mein Ziel ist weg. Komm schon. Gleichzeitig kriegt er, glaube ich, nicht aufs Radar. Ich mach nur die beiden.
Unterwegs. Probieren wir es nochmal. Wenn nicht, muss ich die Einzel töten. Roger, Ziel markiert. Nee, jetzt hat er sie beide. Abschuss bestätigt. Feind markiert. Ein Generator. Klemmen wir ihn den Strom ab? Auf jeden Fall. Ja. Okay, jetzt haben wir das Dorf auch entdeckt, so gesehen. Ein Tor, was nur automatisch aufgeht. Geh in Position. So, dann haben wir noch den Scharfschützen weg. Und dann gehen wir mal näher ran. Jetzt dürften hier außen keine mehr sein, die uns entdecken können. Hier drüben ist der Narko, dicht beim Lagereingang. Ach du Scheiße, ich stehe nur noch welche drauf. Ich gehe in Position. Ich brauche eine bessere Position. Ja, ist mir schon klar. Ziel erfasst. Bin bereit. Ziel erfasst. Der Tango ist hin. Beide sind hin. Super, das läuft. Also die Wachschützen sind schon alle weg. Da ist noch ein Tango. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Da sind zwei Gefangenenrebellen. Ah, super. Da müssen wir theoretisch eigentlich als erstes hin. Dann kann man ein bisschen Randale machen. Und haben noch zwei. Wir haben Alarm am Start. Markiere ein Tango, Einheimische in der Nähe. Okay, sind mir aber ein bisschen zu wenig für ein Gefängnis. Noch. Also sowieso müssen wir erstmal. Hab noch einen, macht fünf. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Hier ist eine Zivi. Da ist ein Sicario, dicht beim Reifenstapel. Oh, eine M41, geil. Das ist das Wachbüro. Falls es Häftlingsunterlagen gibt, dann dürften sie hier sein. Wir müssen da rein und sehen, was wir finden können. Sehen. Wo ist er? Genieße lange Abende. Ein paar Cervezas, Kuchen und Stein.
wird sicher. Sofort weg da! Scharfschütze in Deckung! Läuft nicht so gut, wie ich dachte. Nicht, weil ich die Action... So. Da habe ich jetzt die Alarmanlage deaktiviert, so haben wir jetzt wenigstens in Ruhe Zeit. Das kommt, macht ein bisschen mit Stress. Ja, super, die haben schon Waffen. Sehr gut, Leute. Wollen wir jetzt Mörser entdecken? Scheiße. Ich höre ständig die Versorgungshelis. Mit dieser Info können wir uns einen für die Rebellen schnappen. Scharfschütze! Okay, Scharfschütze ist weg. Boah, ich bin da mal voll reingerannt. Kacke. So wegen darunter zu den Mördern. Noch ein Rebell da? Ach du Scheiße. Was ist dieser Kackmörser? Acabo de esperar. A partir de esta madre con todo. Vamos.
Arschlöcher kommen hier lang. Was tun? Okay, die Luft ist rein. Die Luft ist rein, super. Geil. Schön, so. Wo ist jetzt das Wachhaus mit dem Computer? Wegen dieser Scheiße müssen wir das Kartell stoppen. Ja. Echt teuer, ja, der Junge. Wo ist jetzt dieses Kackwachhaus? So, ich renne mal kurz hoch, drehe mich nochmal um. Ja. Greif an! Qué tal? Todo bien? Alles sauber. Jetzt aber wirklich, oder? Nee, hier ist eine Kirche. Wo ist jetzt dieses Kackwachhaus? Wachhaus. Mit der Drohne werde ich wahrscheinlich auch nichts finden. Warum sollte es hier unten sein? Das würde noch null Sinn ergeben. Entschuldigt. Also jetzt mal wirklich, wo ist dieses Wachhaus? Finden Sie den Computer des Wächters. Eigentlich würde ich fast behaupten, dass es hier drin ist, aber hier ist auch nichts. Steht am PC. Falls es Unterlagen zu den Häftlingen gibt, dann hier. Keine Zeit, wählerisch zu sein. Wir laden alle Dokumente runter. Download läuft. Passt auf, Leute.
San Mateo. Dort abgeschlossen. Raus hier. Übergeben wir Baumann die Daten. Hoffentlich ist was Brauchbares dabei. Mir ist aber aufgefallen, hier sind echt wenig Nachschiebe. So, jetzt brauchen wir Kfz. Oh. Ein Santa Blanca Automobile. Ich fahre. So. Hier ist noch ein Gefängnis. Ah, Katar. Der Pueblo ist ein hoch in den Bergen gelegenes Gefängnis, in dem hochrangige Rebellen gefangen gehalten werden und verhört werden. Befreien Sie die Gefangenen und finden Sie einen unter ihnen, der Ihnen etwas über die vermissten Personen mitteilen kann. Genau, wir haben jetzt nämlich von der Hauptstory schon einen Einsatz fertig. Jetzt fehlt uns nur noch das hier. Das hier haben wir abgeschlossen. So, jetzt müssen wir nur noch das hier machen und dann haben wir noch drei weitere Missionen, um dann, den Kopf zu kriegen. Heute mit einem echten Leckerbissen für euch. Mit großer Freude stelle ich euch unseren Heiligen der sozialen Medien vor, mi compadre La Plaga. Hey, muchas gracias, DJ Perico. Ich bin froh, hier sein zu dürfen. Chingón, carnal. Bueno. Alle reden immer noch über dein Video von letztem Monat. Sí. Ich muss sagen, das war schon ziemlich inspirierend. Ist der Mathe verkehrt, dann aufzuschneiden? Wie bist du auf den Scheiß gekommen? Cheater Bro, danke für die Blume. Ich lese wirklich ziemlich viel, DJ Perico. Der französische Intellektuelle Georges Bataille hat ausführlich über Foltermethoden geschrieben und mein Folter habe auch erotische Aspekte. Aha. Und ich versuche, diese Aspekte für mein Publikum zu nutzen. Man könnte also sagen, du bist ein kranker Wichser. Markieren Hauptmann, ich sehe ein zweites Ziel. Sauber, alles sauber. Hier sind Tangos, ziemlich nah. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Er hat doch von einer Mehrzahl gesprochen, oder? Er hat doch in der Mehrzahl gesprochen, oder? Egal, wir nehmen uns jetzt noch die Information mit und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge für heute. Haben auf jeden Fall noch eine Hauptquest geschafft und in der nächsten Folge würde ich sagen, schnappen wir uns mal das Gefängnis, was in den Bergen liegt. Das wird ja bestimmt noch eine Nummer heftiger, aber nächste Folge werden wir erstmal unsere 17 Fertigkeitspunkte, die wir da verfügbar haben, noch aufbrauchen und müssen wir noch bei der Ausrüstung gucken. Wir haben zum Beispiel beim Sturmgewehr eine neue Schiene mit einem 3-Punkt-Laservisier. Was kommt die? Deckt den Lauf ab und schützt ihn vor Beschädigung. Ach hier. Okay. Ich denke mal, wir werden sowieso in der nächsten Folge wieder woanders spawnen.
Ich muss echt sagen, geil. Ich muss echt sagen, die Landschaft ist schon geil. Das haben sie sehr gut gemacht. Ja, haben sie gut gemacht. Über die Schulter. Ah, okay. Wir bleiben aber in der Ego-Perspektive. Soll ich dich geiern, du Hund? Nein. Alles klar, dann beenden wir ab hier die Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und natürlich auch ein Abo, falls noch nicht vorhanden. Empfehlt mich auf jeden Fall weiter, falls es Leute gibt, die sich doch für die Spiele interessieren, auch wenn die schon etwas älter sind. Kann natürlich verstehen, dass man da nicht mehr so zuguckt. Aber denkt dran, am 27. März geht's los mit Far Cry 5. Ich hoffe, da sind ganz viele von euch dabei. Und ja, gucken sich mal, wie das Spiel ist. Ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, bis dahin.